Hallöchen, im heutigen Video bekommt ihr alles, was so anfällt. Wir haben einen Wocheneinkauf, wir machen gemeinsam die Wäsche, räumen auf, kochen was zu essen. Falls ihr also sehen wollt, was ich so getan habe, bleibt bitte dran. So, beginnen tun wir heute hier im Hauswirtschaftsraum. Und ihr seht ja wieder die Menge. Die war eigentlich komplett abgearbeitet. Ich wollte hier ein kleines Experiment starten, was meine Wäsche angeht, und habe kläglich versagt, wie man sehen kann. Es ist jetzt so, wie es ist. Dort ist saubere Wäsche. Dort sind ein paar Sachen, die abgenommen werden müssen. Ansonsten gehen wir hier so vor wie immer. Wir beginnen also erstmal mit dem Sortieren. Und ihr habt es ja hier schon gesehen, es hat mal wieder so Ausmaße angenommen mit der Wäsche. Was einfach nur daran liegt, dass ich versucht habe, ein ganz bestimmtes Video zu filmen. Und dafür musste ich auf eine bestimmte Art und Weise vorgehen. Und ihr wisst ja, was ich schon mal erzählt habe in meinen Videos. Ich kann einfach nicht mit dieser strukturellen Arbeit umgehen. Also wenn ich weiß, ich muss das und das machen und das und das und das und das, habe ich irgendwann keine Lust und dann lasse ich es sein. So ging es mir dann mit der Wäsche und ich wollte sie dann einfach nicht sehen. Da habe ich gedacht, okay, einen Tag verpasst, egal, machen wir morgen. Und dann zog sich das aber immer weiter hin. Ich habe das große Glück, dass wir gerade momentan, und ich weiß nicht warum, aber nicht allzu viel Wäsche haben. Ja, es ist dort ein Wäscheberg zu sehen und ja, es ist auch nicht sehr wenig. Aber man muss dazu auch sagen, ich habe, ich glaube, eine Woche lang gar nicht mehr gewaschen. Und ich habe das Ganze jetzt, also das ist ja jetzt schon wieder einige Zeit her, wo ich das Voice-Over hier aufnehme. Die Wäsche ist jetzt fast schon wieder auf Null, sodass ich mit meinem Projekt, was ich ja machen wollte, jetzt anfangen kann und zwar ganz von vorne. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob ich das noch vor dem Urlaub machen soll oder am besten nach dem Urlaub, denn ich glaube, vor dem Urlaub macht es keinen Sinn, denn wenn man dann so weg ist für eine Woche und dann wieder zurückkommt mit einem Haufen Wäsche, ob das dann so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber wir werden mal sehen, wir lassen uns überraschen. Ihr kennt das ja. Wir müssen schauen, wie es kommt. Ansonsten gehe ich hier mit meiner Wäsche vor, wie immer. Viele von euch werden das schon kennen. Für die neueren Zuschauer unter euch sieht das Ganze jetzt hier vielleicht etwas seltsam aus, was ich tue. Denn viele waschen die Wäsche ja nicht nach Farben. Also sprich, ihr trennt die Wäsche zwar, so wie ich verstanden habe, aber eigentlich nur in drei Kategorien: hell, dunkel und Buntwäsche. Und das mache ich persönlich nicht. Ich trenne die Wäsche wirklich, ich will nicht sagen extrem, denn bei mir wird ja trotzdem rot, lila, orange zusammengewaschen, gelb und braun wird zusammengewaschen, grün und blau wasche ich zusammen. Also ganz so schlimm trenne ich meine Wäsche nicht. Aber aufgrund der Anzahl meiner Wäsche, die ich sonst habe, ist es nicht unbedingt notwendig, dass ich meine Wäsche nicht auf eine andere Art und Weise trenne. Oder auf eine Art und andere Art und Weise. Ihr wisst, was ich meine, ne? In meinem Kopf herrscht gerade wieder Chaos, obwohl wir gerade am Anfang des Videos sind. Was ich damit sagen will, ist, ich muss meine Wäsche nicht in drei Kategorien unterteilen, weil ich nämlich so viel Wäsche habe. Momentan, wie ich ja bereits gesagt habe, haben wir sehr viel Glück und es sammelt sich nicht allzu viel Wäsche an. Ich weiß nicht so recht, woran das liegt. Vielleicht, weil die Sommerkleidung etwas dünner ist, etwas kleiner und man sie halt auch öfter tragen kann. Das heißt, wenn die Kinder zum Beispiel draußen im Garten spielen mit Wasser und sie sich nass machen, ziehe ich sie einmal kurz aus, lasse die Sachen trocknen und ziehe sie anschließend wieder an, sodass es ja wieder dieselbe Kleidung ist. Vorher war es halt nicht der Fall. Ich wechsle die Kleidung doch sehr, sehr häufig. Eigentlich auch jetzt im Sommer. Also ich kann euch beim besten Willen nicht erklären, woran das liegt, aber wir haben momentan wirklich weniger Wäsche. Und das ist nichts, worüber ich traurig bin, sondern ganz im Gegenteil. Ihr seht, eine Woche lang hat sich die Wäsche angesammelt. Es kam wieder einiges zusammen. Wir waren davor fast auf Null. Und ich selbst kann nie wirklich auf Null kommen, denn ihr wisst ja, ich warte immer, ja, bis ich genug Wäsche habe für eine Ladung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel von der blauen Wäsche nur eine halbe Ladung voll habe, dann werde ich diese Maschine nicht stellen. Das mache ich nicht. Das ist für mich die absolute Verschwendung und deswegen warte ich dann lieber nochmal 2, 3 Tage. Meistens ist es bei der blauen Wäsche wirklich gar kein Problem. Ich glaube, die könnte ich tatsächlich ja 2, 3 Mal in der Woche waschen. Wir haben immer sehr viel Blau. Aber so bei Klamotten wie Rot, wobei Rot sich bei uns noch häufiger ansammelt, aber Gelb zum Beispiel, oh mein Gott, das wasche ich vielleicht einmal im Monat. Weiß, alle 3 Wochen, denn davon haben wir nicht allzu viel. Meine Jungs tragen nicht ganz so viel Weiß, ganz besonders Alex nicht. Max hat hin und wieder mal ein T-Shirt, aber ansonsten war es das eigentlich. Emma ist so ziemlich die Einzige, die viel weiße Wäsche hat. Ich habe eher weiße Pyjamas, aber ansonsten war es das dann auch. Und deswegen habe ich dann immer so
mein ganz bestimmtes System. Ich weiß, viele schlagen sich immer so die Hände über den Kopf zusammen und das ist auch in Ordnung. Also wenn ihr das auf eine andere Art und Weise macht, ihr wisst ja selbst, was ich immer sage, die Hauptsache, die Wäsche ist erledigt. Wie man letzten Endes zu dem Ergebnis kommt, ist Wumpe. Hauptsache, man kommt zu dem Ergebnis und man ist zufrieden. Also das ist nämlich das, wovor ich immer Angst habe, dass ich, wenn ich die Wäsche nicht so trenne, wie ich sie trenne, dass sie doch irgendwie ausbleicht oder dass sie die Farbe von anderen Kleidungsstücken annimmt oder ähnliches. Und ich weiß, viele von euch sagen, das ist nicht so. Und dann höre ich aber wieder andere Kommentare, die sagen, nee, hör nicht darauf, es ist tatsächlich so. Deswegen trenne ich meine Wäsche auch immer ganz stark nach Farben, damit sowas ja nicht passiert. Also ich denke, das ist alles eine reine Einstellungssache. Und ich glaube auch nicht, dass es wirklich einen Grund gibt, sich deswegen aufzuregen. Deswegen wollte ich das hier nochmal erwähnen, weil ich schon weiß, dass es bestimmt ein, zwei Leutchen geben wird, die das Voice-Over hier nicht hören, sondern die das Bild einfach nur sehen und ihre Meinung loswerden möchten. Es sei euch gegönnt, aber ich werde darauf halt nicht antworten. Ich denke, das ist mir dann gegönnt. Und ja, zwei Sachen habe ich aber trotzdem noch dazu zu sagen. Eine Sache ist, dass wir ja momentan unsere Terrasse ausbauen. Und ihr wisst ja, falls ihr mein Hausprojekt-Video geschaut habt für dieses Jahr, ich verlinke es hier oben gerne noch einmal, falls ihr es noch nicht getan habt. Dort habe ich dann erklärt, wie ich den Hauswirtschaftsraum umgestalten möchte und dass die Wäsche, die ja jetzt momentan im Hauswirtschaftsraum getrocknet wird, anschließend auf der Terrasse getrocknet wird, weil wir dort eine Überdachung haben werden, auch an den Seiten, sodass dann alles geschlossen ist und ich keine Angst mehr haben brauche vor den Gewitterfliegen, die bei uns ja gerade sehr, sehr stark verbreitet sind, vor Bauschutt und Ähnlichem. Wir sind ja in einem Neubaugebiet und ich habe da wirklich einiges. Übrigens habe ich ein Video für euch gefilmt und da sieht man richtig, wie von draußen der ganze Dreck reinweht, als der Wind etwas stärker war. Ich bin also ganz gespannt. Ich denke, in zwei, drei Videos, ich wollte gerade sagen Tagen, aber ich veröffentliche ja nicht täglich, da werdet ihr das dann zu Gesicht bekommen. Und ich finde, das war so die perfekte Aufnahme, um zu zeigen, wie es bei uns manchmal sein kann. Da kann ich noch so viel aufräumen, wenn dann mal was reinweht, dann ist es halt durcheinander. Und bei der Wäsche riskiere ich damit dann einiges, denn dann müsste ich die Wäsche nochmal neu waschen. Und wir sind ja Allergiker, wie ihr wisst. Das heißt also, dass ich erst recht das Problem habe, die Wäsche draußen zu trocknen, denn wenn sich irgendwo Pollen festsetzen, dann, oh mein Gott, dann haben unsere armen Körperchen richtig viel Pech gehabt, denn dann niesen wir von morgens bis abends. Und das möchte ich halt einfach vermeiden. Deswegen planen wir, den Hauswirtschaftsraum etwas umzugestalten, ein anderes Sortiersystem da reinzubringen. Falls ihr also jetzt denkt, oh mein Gott, ich habe das perfekte System für Sie, guckt euch erstmal das Video an, was ich euch da oben, wie gesagt, verlinkt habe. Und ich denke mal, ihr werdet dann sehen, dass ich schon so ein System im Auge habe, was mit unseren Bedürfnissen übereinstimmt. Dann wird nämlich auch diese ganze Sortiererei ein wenig einfacher, denn wenn ich dort 5 Wäscheständer zum Beispiel voller Wäsche habe, habe ich absolut keinen Platz mehr fürs Sortieren. Und für den Übergang, weil das ja auch viele gesagt haben, kauft ihr doch was für den Übergang, das ist für mich Geldverschwendung. Wir sind irgendwie keine Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben, okay, wir haben dieses Haus gekauft, wir haben einen Kredit dafür aufgenommen und ich möchte diesen Kredit abbezahlen, ohne mich noch weiter zu verschulden. Und auch wenn ein System vielleicht nur, in Anführungszeichen, 50 Euro kostet, sind es 50 Euro, die ich einfach mal so für 2 Monate verschwendet habe, die ich eigentlich nicht hätte verschwenden müssen. Und deswegen lasse ich es. Mache es momentan noch nach dem System, nach dem ich hier vorgehe. Und wenn dann die Terrassenüberdachung da ist, dann sieht das Ganze hoffentlich auch wieder ganz, ganz anders aus. Und die zweite Sache war zum Sortieren selbst. Ja, es dauert einige Zeit, die Kleidungsstücke zu sortieren. Also hier bei diesem kleinen Haufen, den ich ja hier hatte, ich hatte ja schon wesentlich mehr an einigen Tagen, da hat das Ganze ungefähr 30 bis 40 Minuten gedauert. Ist aber nicht schlimm, ich schaue nebenbei einfach nur eine Sendung. Wenn ich das Ganze jetzt direkt jeden einzelnen Tag machen würde, wären es ja trotzdem 40 Minuten, bloß dass sie halt anders verteilt wären. Es ist jetzt also nicht ganz so tragisch, wie ich hier vorgehe und wie wir das Ganze ja hoffentlich schon geklärt haben, jeder hat seine eigene Vorgehensweise. Und solange das hier für mich klappt, ist doch alles gut. Oh, und noch eine Sache, weil ich weiß, dass viele Leute immer fragen, warum ich das Ganze in gelbe Säcke packe. Viele von euch wissen das. Die Säcke sind durchsichtig, das heißt, ich kann sehen, welche Farbe sich dort drinne befindet. Und sie sind kostenlos. Das ist halt das, weshalb ich es momentan benutze. Wie gesagt, das System ändert sich und dann kommen keine gelben Säcke mehr zum Einsatz. Hier hatte ich ja nochmal blaue Wäsche und ich hatte echt super, super viel davon.
Deswegen habe ich mich dann nochmal entschlossen, solange dort die, was waren da drinne, die Decken in der Waschmaschine sind, solange sortiere ich mal meine blaue Wäsche aus. Deswegen habe ich nochmal die etwas dickeren Stoffe, sowas wie Jeans, etwas dickere Hosen, Pullis, nochmal auf einen separaten Haufen gelegt, denn die kommen in eine separate Waschladung. Ihr seht ja, anhand der Menge wurden es, ich glaube, 2 oder 3 Maschinen. Drei. Ich habe insgesamt 3 gehabt. 2 mit blauer Wäsche und dann habe ich nochmal Unterwäsche und Socken, sowohl von der blauen Wäsche als von der schwarzen und der grauen Wäsche, weil das bei diesen Teilen jetzt nicht ganz so schlimm für mich war, zusammengelegt in eine einzelne Waschladung, weil ich nämlich wirklich so viel Kleidung hatte an dem Tag. Und dasselbe habe ich dann mit den ganzen Handtüchern und der Bettwäsche gemacht. Die wasche ich nämlich auch immer separat, denn meine Kleidung wasche ich bei 30 bis 40 Grad. Da kommt es halt immer drauf an, welche Kleidungsstücke. Und die Bettwäsche und die Handtücher wasche ich bei 60 Grad. Deswegen trenne ich diese auch nochmal. Natürlich auch wieder nach Farben. Also ich wasche jetzt die roten Handtücher nicht unbedingt mit dem blauen zusammen. Und auch hier haben wir wieder genug von beiden Farben. Es ist also nicht ganz so tragisch. Ich weiß, es mag für den einen oder anderen hier sehr kompliziert und umständlich aussehen. Wenn man aber einen bestimmten Ablauf hat und bei mir sieht die Wäsche wahrscheinlich auch anders aus als bei euch, gewöhnt man sich dran. Und diese Vorgehensweise, die ich hier habe, die klappt für mich tatsächlich am besten und deswegen mache ich es halt momentan noch so. So, wir befinden uns immer noch im Hauswirtschaftsraum. Wir haben hier so einen kleinen Abfluss. Und zwar ist der dafür da, dass, falls eine Maschine ausläuft oder sowas, dass das Wasser hier rauslaufen kann. Das Problem ist allerdings, dass dieser Abfluss mit dem Badezimmer verbunden ist. Das heißt, es riecht hier draus, vor allen Dingen, weil ja nie Wasser von hier aus da durchläuft. Das heißt, wir geben da jetzt etwas Soda rein, etwas Essig und füllen das Ganze mit heißem Wasser auf, sodass die Rohre hoffentlich so ein bisschen gereinigt werden können und dass der Geruch sich so ein bisschen verflüchtigt. So, wir werden jetzt loslegen. Ich habe hier ein Spülmittel. Das benutze ich seit einer halben Ewigkeit nicht und dafür ist es die perfekte Gelegenheit. Etwas Natronlauge, Essig und heißes Wasser. Das ist gerade aufgekocht. Und wir geben das jetzt alles hier rein. Wir lassen das nicht super lang einziehen und kippen da noch das heiße Wasser drüber. Man merkt auf jeden Fall, dass der Schaum hier oben sich sammelt, also dass das jetzt hochkommt. Und ich denke, es braucht eigentlich nicht lange. Und ich will ehrlich sein, ich weiß nicht, ob ich gleich das Wasser noch mal weiter hätte aufschütteln müssen oder reinkippen müssen. Ich habe aber gewartet, weil ich dort ja nicht wollte, dass das ganze Wasser sozusagen überläuft und ich dann den Boden wischen müsste. Okay, ich schätze, ich habe nicht damit gerechnet, dass das Ganze hier hochkommt. Vielleicht könnt ihr es sehen. Wir machen aber unbeirrt weiter. Und hier seht ihr es, ich habe es immer mal wieder so gehandhabt, bis es irgendwann komplett aufgehört hat, hochzukommen. Ich glaube, das Problem ist auch, dass wir so eine kleine Schaumstoffmatte oben drauf haben, die ich nicht gesehen habe. Ansonsten hätte ich sie rausgenommen. Jetzt strahlt das Teil selbst. Und dann habe ich einfach nur noch das restliche Wasser da reingekippt, in der Hoffnung, dass das Ganze hilft. So im Nachhinein betrachtet weiß ich nicht unbedingt, ob es was gebracht hat, aber ich habe den Geruch nicht ganz so stark feststellen können. So, als nächste Anlaufstelle machen wir hier das Esszimmer und auch die Küche. Hier ist es gerade ein bisschen laut, die Mikrowelle war an. Aber ihr seht ja, wir müssen ein bisschen was zurechträumen. Ich habe heute ein bisschen was an Frühstück gemacht. Deswegen liegt hier gerade alles rum. Die Spülmaschine ist durch mit den Plastiksachen, die müssen wir ausräumen. Und dann machen wir uns auch schon ans Essen machen. Dann ging es zuerst ins Esszimmer. Ihr wisst ja, bevor ich die Küche mache, möchte ich immer erst den Esszimmertisch abräumen. Denn es macht natürlich Sinn, wir haben dort immer sehr, sehr viel Geschirr stehen. Und es ist einfach schlauer, das vorher in die Küche zu bringen. Und dann anschließend in der Küche weiterzuarbeiten. Und ihr seht ja schon dort links im Bild meinen Laptop. Ich habe den Laptop immer neben mir, irgendwo. Hier ist er halt im Bild zu sehen. Normalerweise versuche ich das immer so ein bisschen zu verstecken. Ich höre mir da gerade einen Podcast an. Und ich habe übrigens festgestellt, weil ich nämlich ein Aufräumvideo von einer anderen YouTuberin, aber aus den USA angeguckt habe.
wo dann immer irgendwie kein Voice-Over war, sondern Musik. Ich weiß jetzt ganz genau, wie es euch geht, denn zwischendurch saß ich da und habe gedacht, oh Gott, ja, dann hätte ich auch gleich Musik hören können. Deswegen glaube ich, dass wir wirklich dabei bleiben, immer wieder sozusagen das Voice-Over zu machen, auch wenn es etwas aufwendiger ist, ist es doch schöner, falls ihr mit mir zusammen aufräumt, dann auch irgendwas erzählt zu bekommen. Auch wenn es wie bei mir also ganz so häufig irgendwie Blödsinn ist, denn manchmal weiß ich einfach nicht, was ich quatschen soll und dann erzähle ich euch einfach irgendwas. Also keine Sorge, es ist da nicht gelogen oder ähnliches, aber manchmal denke ich mir dann so im Nachhinein, oh Gott, was habe ich denn da erzählt? Naja, ihr habt ja gesehen, ich habe die Tischfolie dort im Esszimmer sauber gemacht und eine von euch hatte die Frage gestellt, wie ich das tue, weil sie nämlich auch so eine Folie hat und sie kriegt sie wohl nicht ganz sauber. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist mit nicht ganz sauber. Ich nehme nämlich immer das Multiflächenspray von Frosch, sprühe es einmal auf die Fläche, wie man gesehen hat, gehe mit einem feuchten Tuch über die gesamte Fläche und wische somit dieses Multiflächenspray auf, also das Reinigungsmittel, und gehe direkt im Anschluss, das ist wichtig, dass keine Zeit dazwischen ist, wo dann das Wasser sozusagen auf der Folie trocknen kann, sondern wische die Fläche anschließend mit einem trockenen Tuch, wirklich trocken. Es darf nicht mal annähernd feucht sein. Und damit wische ich einmal die Fläche. Und dann ist die Folie bei mir eigentlich sehr, sehr sauber. Ich habe ab und zu mal Probleme, dass wenn ich zum Beispiel dort, weiß ich nicht, irgendwas Kühles stehen hatte, weil die Kinder vielleicht ein Eis gegessen haben, es nicht weggeräumt haben und der Teller stand da noch, dann ist da so eine Art weißer Fleck zu sehen. Der verschwindet aber nach so einer halben Stunde oder so. Also, weil die Temperatur sich ja dann unterscheidet von der Folie sozusagen außenrum um den Teller und dort, wo der Teller stand. Deswegen ist da so eine Verfärbung zu erkennen. Ansonsten habe ich eigentlich keine Probleme, bis auf irgendwelche Filzstifte, die meine Kinder dort benutzt haben, weil sie nicht drauf geachtet haben und ich habe es dann zu spät gesehen und dann war es, ja, zu spät. Ich bin gerade momentan selbst am Suchen, wie ich das Ganze wegkriege. Also falls du das meintest, dann hoffe ich, dass ich bald dafür eine Lösung finde. Früher hatte Profolio, von der Firma ist ja die Folie, die hatten früher auf ihrer Internetseite immer stehen, wie man was wegbekommt. Und ich bin der Meinung, man darf kein Essig für diese Folie verwenden, wobei ich mir da auch nicht mehr sicher bin, denn auf der Seite selbst habe ich jetzt im Nachhinein nichts mehr zu finden können. Aber ich bin sicher, ich finde noch mal irgendwas und wenn das der Fall ist, dann werdet ihr das natürlich in einem Video sehen. Ansonsten muss ich sagen, dass es eigentlich gar kein Problem darstellt mit der Folie und dass man dort alles sehr, sehr gut wegbekommt. Ja, in der Küche sind wir jetzt sehr viel weitergekommen. Ihr habt gesehen, ich habe die Insel sauber gemacht. Ich versuche sozusagen immer Fläche für Fläche vorzugehen. Also ich versuche nicht ganz so stark rumzuwirbeln in der Küche, weil ich das Gefühl habe, dass ich sonst nicht vorankomme. Das ist wie bei der Wäsche. Ich hatte euch ja bei der Wäsche erzählt, ich hänge zuerst die Kleidung von Alex und von mir ab, da diese Stückchen ja größer sind. Also die Kleidungsstücke und ich dann das Gefühl habe, auch wenn ich weniger Kleidung abgehangen habe als die, die ich noch abhängen muss, ist es von der Breite sozusagen viel mehr weg. Also rein optisch macht es den Eindruck, als hätte ich total viel wegbekommen. Und genau so gehe ich dann in der Küche vor, dass ich mir halt sage, ich mache jetzt zum Beispiel zuerst die Insel, dann habe ich wenigstens eine saubere Fläche, an der ich mich immer orientieren kann, sodass ich sagen kann, okay, das ist jetzt schon mal erledigt. Dann mache ich immer diese Seitenfläche, eigentlich gehe ich immer auf dieselbe Art und Weise vor, wo die Spülmaschine steht, sodass ich zuallererst das ganze Geschirr dort einräume und dann diese Fläche sauber mache. Denn diese Fläche ist halt riesengroß, also die ist ja super lang und wenn die erstmal sauber ist mit der Insel, dann sieht es so aus, als hätte ich schon, ich weiß nicht, 3/4 der Küche gemacht. Und das ist natürlich echt so eine Leistung, die man erstmal erbringen muss. Und deswegen versuche ich halt immer so ein bisschen mein Hirn auszutricksen und zu gucken, dass ich mich selbst irgendwie weiterhin motivieren kann. Und solange das für mich funktioniert, ist es super. An manchen Tagen, wenn ich ganz, ganz viel Zeug habe, ich habe ja für euch mal ein Video gefilmt, oh Gott, das war noch zu Corona-Zeiten, da waren wir nämlich alle zu Hause, weil wir in Quarantäne mussten und Alex hatte, glaube ich, auch noch Geburtstag und ich habe die Vorratskammer an dem Tag auch noch umgeräumt oder komplett neu eingerichtet. Ich glaube, damals hatten wir noch die ganz, ganz hässliche Vorratskammer, wo wir ja noch gar keine Regale und so drin hatten. Und lasst mich euch eins sagen, dort sah es wirklich aus wie in so einem Messi-Haus, zumindest in der Küche. Und auch dieses Video werde ich euch hier oben verlinken, sodass ihr da mal drauf gehen könnt. Wenn es so aussieht,
dann gehe ich nicht unbedingt sozusagen Fläche für Fläche vor, sondern da gehe ich dann kategorisch vor, dass ich zum Beispiel erstmal sage, erstmal kommt alles, was in den Kühlschrank muss, in den Kühlschrank. Dann kommt alles irgendwie in die Spülmaschine. Anschließend kommen alle Sachen, die in die Vorratskammer kommen, in die Vorratskammer und so weiter. Also da gehe ich dann nicht Fläche für Fläche vor, sondern Kategorie für Kategorie. Falls das gerade verständlich war. Ich hoffe ja schon. Ihr seht also, je nach Zustand des einzelnen Raumes arbeite ich auf eine unterschiedliche Art und Weise. Weil nicht immer funktioniert es so, ja, wie es vorher funktioniert hat sozusagen. Oh, übrigens, das ist auch etwas, was ich euch sagen wollte. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wo meine Everdrop-Spülmaschinen-Tabs sind. Ja, ich habe keine mehr. Das habe ich dann hier an diesem Tag festgestellt. Deswegen habe ich erstmal nach vorne gegriffen, habe dann gesehen, ich habe keinen einzigen Tab mehr. Gott, ey, das war richtig schlimm. Und dann musste ich natürlich wieder zu meinem Pulver zurückgreifen. Und das geht nicht. Ihr wisst, ich mochte das Pulver ja früher. Aber seitdem ich die Tabs probiert habe, bin ich definitiv so begeistert von den Tabs, dass ich da wieder zurück muss. Das heißt also, ich muss zusehen, dass ich mal wieder meine Tabs bestelle. Ich habe noch genug Klarspüler und auch noch genug Salz. Das heißt, ich brauche nur noch den Nachfüller sozusagen für die Waschmaschinen-Tabs. Und ich muss gucken, ob ich die über die Internetseite bestelle oder bei Rossmann. Ich bin nämlich der Meinung, bei unserem Rossmann gibt es die Everdrop-Produkte. Ich muss aber gestehen, ich habe nie darauf geachtet, ob es dort die Spülmaschinen-Tabs gibt. Ich glaube, ich habe vorher die Waschmaschinen-Tabs gesagt, ne? Vergesst es einfach, sagt einfach dazu Spülmaschinen-Tabs und dann war es das. Ich habe nämlich keine Lust, das Voice-Over hier nochmal zu schneiden. Eine Sache, die ich aber gesehen habe bei Rossmann ist, dass es dort zwar Everdrop-Produkte gibt und auch die Fläschchen, allerdings sind die Fläschchen dort aus Plastik und nicht aus Glas. Und das hat mich damals schon total gewundert, weil ich gedacht habe, dass Everdrop nur Glasflaschen anbietet. Das ist aber nicht der Fall. Also wer von euch vielleicht kleine Kinder hat und sich gesagt hat, weiß nicht, ich will Everdrop nicht ausprobieren, weil mein Kind dann die ganze Zeit diese Glasflaschen umschmeißt, guckt ruhig bei Rossmann mal vorbei. Ich bin nämlich der Meinung, die haben die wahrscheinlich immer noch in Plastik. Ich denke, für die ganzen Drogerien muss Everdrop irgendwie umdenken und andere Produkte herstellen. Denn ich weiß auch, dass Nachfüllpacks zum Beispiel nicht gern gesehen werden in Drogerien. Denn ich weiß auch nicht so richtig, warum. Ich hatte nämlich mal mit Frosch geschrieben, weil ich ja so begeistert von den Produkten von Frosch bin. Ihr seht ja auch dort, ich habe mein Fettentferner-Spray von Frosch, mein Multiflächenspray von Frosch. Und ich habe die mal gefragt, warum denn nicht jeder Rossmann diese Nachfüllpacks hat. Vor allen Dingen für diesen Fettentferner. Und dann hatten die mir zurückgeschrieben und gesagt, dass viele Drogerien das nicht möchten, weil sie einen begrenzten Platz sozusagen haben für die einzelnen Produkte. Und viele Leute greifen dann doch eher zu den Flaschen, weil sie vielleicht keine Flaschen zu Hause haben oder diese entsorgen. Und deswegen ist das wohl dann leichter, das in Flaschen zu verkaufen, statt in Nachfüllpacks. Finde ich persönlich super, super schade. Ich habe auch mal gelesen, ich glaube Lidl oder Rossmann, war das vielleicht, oder DM? Gott, ihr seht, ich habe mir das definitiv nicht gemerkt. Ich weiß aber, dass irgendein Unternehmen seinen Weichspüler nicht mehr abgepackt hat, sondern es gab so eine Art Wasserspender. Es war aber kein Wasserspender, sondern da war der Weichspüler von diesem Unternehmen drin. Und dann konnte man einfach mit seiner eigenen leeren Flasche dorthin gehen und diese dort auffüllen lassen. Und dann hat man sozusagen nur das Geld für das Nachfüllen bezahlt. Finde ich von der Idee her super, super klasse. Und für Lidl wäre es optimal, wenn Lidl es endlich mal schaffen würde, seinen Sensitiv-Weichspüler wieder ins Programm zu nehmen. Oder zumindest so viel davon zur Verfügung zu stellen, dass es nicht ständig ausverkauft ist und nicht im Sortiment. Das ist nämlich der einzige Weichspüler gewesen, den wir benutzen konnten. Ich muss gestehen, seitdem ich den nicht mehr habe, das ist jetzt ungefähr seit 3-4 Monaten, kriege ich den in keinem einzigen Lidl bei uns in der Nähe. Wasche ich einfach nur noch ohne Weichspüler. Ich habe ja zu meinen Lenor-Pots gewechselt. Ich habe ja vorher immer mit Ariel-Waschpulver gewaschen. Und seitdem ich bei den Lenor-Pots bin, benutze ich auch die Weichspüler nicht mehr oder generell keinen Weichspüler mehr, weil ich halt auch keinen mehr habe, der für unsere Haut verträglich ist. Und ich weiß, es gibt einen von Everdrop, bin ich der Meinung. Denn Everdrop hat ja auch Waschmittel. Die sind allergikerfreundlich, definitiv, denn das Ganze ist ja auf Biobasis. Aber ja, der Geruch ist einfach nicht der, den ich gerne hätte. Und wenn ich sowieso schon keinen Geruch da drin habe, dann brauche ich auch diesen Weichspüler nicht. Außerdem ist der Weichspüler, wie gesagt, nicht ganz so toll für die Haut. Deswegen versuche ich da jetzt auch eher drauf zu achten, weil Emma ja eine ganz, ganz empfindliche Haut hat.
So, wir machen jetzt einfach mal mit diesem Clip hier weiter. Ihr seht ja, ich habe hier die Ölfläschchen, die ich vorher benutzt habe. Inzwischen habe ich ja dort die schwarzen, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Die habe ich von Action gehabt. Diese hier waren von Teddy. Und die, die ich von Action habe, sind tausendmal besser. Oh mein Gott. Ich habe schon echt so bereut, dass ich das nicht vorher schon gewechselt habe. Aber es gab die halt einfach nicht in einem neutralen Design. Die waren ja eher orientalisch angehaucht und hatten immer so Schnörkel und so. Das ist nicht unbedingt mein Stil. Und die jetzigen sind ja sehr minimal, trotzdem sehr modern und schick. Und hier versuche ich, die Fläschchen auszuwaschen vom Öl. Da habe ich dann nochmal Reis mit hinzugefügt und Spülmittel und natürlich Wasser. Und habe versucht, das Ganze so ein bisschen hin und her zu schwenken. Damit sollte es angeblich rausgehen. Muss gestehen, hat nicht so ganz geklappt. Also zwei der Ölflaschen waren in Ordnung. Aber die Ölflasche, wo dieses Chili-Knoblauchöl von Action drin war, dort sind ja richtige Knoblauchstückchen mit drin und auch Chiliflocken. Die habe ich nicht ganz so sauber bekommen, trotz des Reises? Das klingt seltsam. Obwohl ich den Reis damit reingepackt habe, hat es trotzdem nichts gebracht. Ich habe dann die eine Flasche entsorgt. Das war für mich jetzt auch nicht allzu tragisch, weil ich nämlich momentan noch keine Verwendung für diese Fläschchen sehe. Die anderen zwei habe ich trotzdem erstmal in der Küche verstaut, in meinem Schrank, wo die ganzen leeren Behälter sind. Die hole ich ja immer wieder raus, wenn ich gerade, weiß ich nicht, neuen Reis habe oder neuen Kelloggs und ich brauche dafür eine Dose. Dann hole ich so eine Sachen raus. Und vielleicht finde ich ja irgendwann mal eine Verwendung für diese Fläschchen. Sei es auch nur für den Fall, dass ich mal wieder Kompott mache und die in so kleine Fläschchen abfüllen möchte. Momentan sehe ich aber, wie gesagt, keinen Nutzen da drin. Deswegen bleiben die erstmal im Schrank und ich will sie nicht sofort entsorgen. Irgendwie ist es doch sehr starke Verschwendung und ich habe sowieso schon immer so viel Zeug. Und deswegen versuche ich da jetzt ein bisschen mehr drauf zu achten. Übrigens, ich lese ja einige Kommentare und viele Leute sind ja momentan so auf diesem Nachhaltigkeitstrip, was ich persönlich klasse finde. Aber ich glaube, man muss sich einer Sache bewusst werden und das ist, dass Nachhaltigkeit nicht von einem Tag auf den anderen sofort vonstatten gehen kann. Sprich, wenn ihr jetzt zum Beispiel Plastikdosen habt und ihr wollt auf Glasdosen umstellen, eure Plastikdosen sind aber eigentlich noch vollkommen in Ordnung und ihr schmeißt sie weg, nur damit ihr dann auf diese Glasdosen umsteigen könnt, ist es nicht mehr nachhaltig. Dann habt ihr ja trotzdem die Verschwendung und ihr habt trotzdem die Umwelt damit belastet, dass ihr diese Plastiksachen wegschmeißt. Nachhaltigkeit heißt ja eigentlich nur, dass man im Anschluss, wenn zum Beispiel irgendwas davon kaputt geht, ein Behälter reißt oder wie auch immer, dass man den dann entsorgt, vielleicht auch für was anderes wiederverwendet. Ich weiß nicht, vielleicht zum Züchten von irgendwelchen Pflanzen oder ähnliches. Aber dass man anschließend dann nicht mehr nochmal Plastiksachen nachkauft, sondern dann auf Glas umsteigt. Das heißt, es ist ein Prozess. Es passiert also nach und nach. Bitte bedenkt das, bevor ihr alles entsorgt und euch neu eindeckt. Das hier ist jetzt erstmal ein kleiner Überblick über den heutigen Lidl-Einkauf. Und wir beginnen mit der Steinofenpizza. Hier sind drei Stück drin, Salami, ihr kennt das Spiel. Dann haben wir hier Hähnchenbrustfilet, 1 Kilo. Hier haben wir auch nochmal Hähnchenbrust, allerdings nur 600 Gramm. Dann gab es heute ein Angebot vom Spaghetti-Eis. Nimm eins, krieg eins umsonst. Deswegen gab es zwei. Und auch Ahoi-Brause-Eis war im Angebot. Wir haben hier so einen Überraschungsmix. Hier ist übrigens Pulver mit drin. Und hier sind Ahoi-Brause-Becher. Die kennt ihr jetzt auch schon von uns. Dann haben wir hier 9 Sonntagsbrötchen. Hier haben wir Leberkäse. Übrigens gibt es die hier wieder in 3er. Also früher haben sie die ja dicker gemacht, sodass es nur noch 2 pro Packung waren. Jetzt sind sie wieder etwas dünner und 3 Stück drin, was mir viel, viel mehr gefällt. Tilsiter, 2x Leberwurst in fein. Hier haben wir Schinkenfleischwurst. Die werde ich wahrscheinlich noch die Woche verwenden. Und zwar die eine Hälfte für eine russische Suppe. Die wird so ähnlich gemacht wie mein Olivier, wie mein Salat. Bloß ist das so eine Suppe mit Sprudelwasser. Ich bin gespannt. Ich zeige sie euch mal, falls ich sie machen sollte, werde ich sie hoffentlich filmen. Das hier sind kleine Schinkenwürfel und das mag ich ganz gerne. Die sind schon fertig geschnibbelt. Das heißt, morgens kann man die anbraten, vielleicht noch ein Spiegelei dazu und dann hat man ein ganzes Gericht. Dann geht es hier mit Kochhinterschinken weiter. Da sind wieder so die üblichen Sachen, die wir kaufen. Rohschinken. Guckt ihn euch heute mal an. Kaum weiße Fäden. So gut sah der schon lange nicht mehr aus. Und auch der Wildlachs.
Guckt euch das mal an. Die Qualität bei Lidl wird langsam besser. Zumindest für einige Produkte. Geflügelmortadella, die gab es heute in einer XXL-Packung. Deswegen habe ich die genommen statt der üblichen Cheddar-Käse. Der ist so würzig pikant. Der ist für Sandwichscheiben. Ich möchte daraus allerdings versuchen, eine Käsesoße für die Nachos zu machen. Bin also schon gespannt. Oh, das gab es heute auch mal neu. Das haben wir sonst bei uns nie. Das ist so ein Vier-Käse-Mix. Hier ist Emmentaler drin, Schnittkäse, Cheddar und Gouda. Und alles zusammen. So ein Mix ist richtig klasse für meine Enchiladas, die ich gerne mache. Ich verwende das allerdings diesmal für Mac and Cheese in dieser Woche. Dann hat Emma sich diese Joghurtbecher hier gewünscht. Denn die kann man mit in den Gefrierschrank packen. Ihr kennt die ja wahrscheinlich mit so Löffeln. Das werde ich gleich mal mit 6 Stück machen. Dann haben die zu morgen gleich Joghurt-Eis, Markenbutter, weil wir nämlich ein Dessert planen. Diese russischen Adieschki, die habe ich euch auch schon gezeigt. Und dafür braucht man einiges an Butter. Hirtenkäse und einen ganzen Gouda. Diesmal in Jung. Der schmeckt dann etwas zarter, also milder vom Geschmack. Und das war's mit dem Kühl- und Gefrierschrank. Und jetzt geht es mit der Vorratskammer weiter. Und wir beginnen hier vorne. Küchenrollen. Hier sind 4 Stück drin. Das sind die dreilagigen. Dann haben wir hier einen 9er Träger ein stilles Wasser. 2x9er Träger Medium. Und eine Palette Milch. Hier sind 12 Packungen drin. Dann geht es natürlich auch weiter mit Emmas Apfelkirschsaft. Hier sind immer, ich glaube, 10 Stück drin. Genau, 10 Stück pro Packung und ich habe 2 Packungen mitgenommen. Auch 3 Packungen Toastbrot. Max mag ja sonst kein einziges Brot, außer Toastbrot. Viele von euch, die Kinder haben, werden das Problem vielleicht ebenfalls kennen. Und er ist gerade in den Ferien, das heißt, er ist zu Hause. Das heißt, zwischendurch isst er auch mal was, sei es auch nur ein Sandwich. Und deswegen habe ich mich hier so ein bisschen eingedeckt, damit er versorgt ist. Außerdem plane ich damit, für die Heißluftfritteuse ein Rezept zu machen. Ich bin da mal gespannt. Hier haben wir Spaghetti, eine Packung. 2x Wraps, und zwar die Weizen-Wraps. Dinkelschnitten einmal. Bauernmildes, das ist ein Weizenmischbrot, ebenfalls eine Packung. Und dann haben wir hier Jodsalz, 4-mal. Und ja, ich weiß, ich sage dazu immer einen Wocheneinkauf, aber manchmal kaufe ich halt auch mehr, weil wir dann vielleicht die Woche darauf kaum noch gehen werden, sondern nur irgendwie um Früchte und Brot zu holen, so das Übliche. Und deswegen besorge ich sowas dann meist auf Vorrat. Diesen Kaffee gab es heute zum Einkauf umsonst dazu. Ich hoffe, die haben den auch tatsächlich abgezogen. Und dann haben wir hier 2-mal Ketchup, 1-mal Mayo, ebenfalls für die Vorratskammer. Das ist keine Garantie dafür, dass wir in dieser Woche 2 Flaschen Ketchup auch verbrauchen werden. Aber wie gesagt, ich mache diesen Einkauf in der einen Woche, deswegen halt auch Wocheneinkauf. Schlagsahne, 3 Packungen. Oh, ich bin echt traurig, dass es kein Gewürz mehr im Nachfüllpack bei uns gibt. Und zwar wirklich kein einziges. Deshalb habe ich 5 Gläschen mit Paprika Edel süß geholt. Wir haben nämlich keine einzige mehr. Also kein einziges bisschen mehr. Und deswegen musste das unbedingt mit. Und ich habe auch Pommes-Salz geholt. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Hier haben wir Paprikakräuter von Knorr. Das ist ein Salatdressing. Das mag Alex am liebsten mit der Paprika. Ich bin da nicht so der größte Fan von. Das hier ist etwas angerissen und zwar schon bei Lidl. War jetzt aber nicht so schlimm. Hier sind 7 Weltmeisterbrötchen drin für nur 1,80. Das gab es im Angebot. Übrigens hat Lidl auch immer so eine, oh, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich glaube Lebensmittelrettertüten oder sowas. Oder Rettertüten. Und dort kann man für 3 Euro dann richtig viele Früchte und Gemüse, je nachdem, was es gerade halt so gibt bei Lidl, im Angebot kaufen. Da muss man aber früh dran sein. Also ich bin heute natürlich schon wieder nachmittags losgefahren. Und ja, dementsprechend gab es nicht mehr allzu viel. Aber das gab es ebenfalls mit. Das hier gab es heute kostenlos, deswegen habe ich es mitgenommen. Radler Naturtrüb, den wird Alex trinken. Ich mag sowas ja nicht. Passierte Tomaten, ich bin sehr, sehr froh, dass es die wieder im Glas gab. Wenn die hier nämlich leer sind, gebe ich sie meiner Freundin. Momentan noch, weil wir noch nicht so viel Gemüse in unserem Garten haben. Und sie hat halt ein bisschen was. 2 Packungen Zucker, 1 Packung Mehl. Dann haben wir hier Schoko-Hafermüsli. Die Kinder mögen nicht den, sondern einen anderen von Köln. Den gab es heute dort auch, allerdings nicht mit Keksen, sondern nur mit Schokolade. Und das war ja fast derselbe. Deswegen habe ich den nicht geholt, sondern den von der Eigenmarke von Lidl. Und auch Nougat-Bits, 2 Packungen.
Ich habe euch ja schon erzählt, die verbrauchen wir wie die Verrückten. Die Kinder stehen da total drauf. Dann haben wir 10 frische Eier. Bunte Eier habe ich noch zu Hause. Und zwar, ich glaube, noch 10 oder 12 Stück. Und die reichen definitiv für die Woche. Notfalls koche ich 2. Hier haben wir Erdnüsse, die geröstet sind. Die sind gleich pikant. Ich bin gespannt. Die gab es heute im Angebot. Hier ist Bubble-Schokolade. Also sowas wie Milka Loufflé. Falls es euch was sagt. Die hier habe ich das erste Mal mitgenommen. Die sind von Vasa. Und ihr wisst ja, ich liebe das Knäckebrot von denen. Diesmal gab es Cracker mit Paprika. Die habe ich so noch nicht gesehen. Und dadurch, dass sie im Angebot waren, wisst ihr, dass ich dann zugreifen werde. Hier sind Dreifach-Schokoladen-Cookies. Und zwar sind das so eine Soft-Baked. Das heißt, diese sind ganz weich. Das ist also nicht wie so ein typischer Cookie, sondern die sind wirklich klasse zum Essen. Max liebt die auch. Hier haben wir Teddy-Chips für die Kinder. Nachos für Alex. Wie gesagt, ich will meine Käsesoße dazu probieren, aber ich bin mir nicht sicher, wie viel Zeit ich haben werde. Hier sind normale Chips. Und dann kommen wir zum Obst und Gemüse. Ich hoffe, ihr könnt hier irgendwas erkennen. 2 mal 2,5 Kilo Kartoffelsäcke. Dann haben wir hier Weintrauben, rote Weintrauben, die sind kernlos. Die waren auch die einzigen, die ganz gut ausgesehen haben. Die anderen sahen schon echt schlimm aus. Ein Eisberg, ein Sack mit Zitronen. Ihr wisst, ich habe liebend gern Zitronen zu Hause. Eine Packung Cherry-Tomaten und 2 Gurken. Ich wollte eigentlich nur eine mitnehmen, weil ich Angst habe, dass die zu schnell wabbelig werden, obwohl wir sie auch im Kühlschrank lagern. Aber ich brauche eine frische Gurke statt den sauren Gurken in dieser Suppe, die ich machen will. Die man nicht kochen braucht übrigens. Dann haben wir hier grüne Äpfel. Die habe ich geholt, weil ich einen Salat probieren möchte, den ich gesehen habe. Oh, der sah so klasse aus. Dafür brauche ich aber Weißkohl. Und den gab es wiederum bei Lidl nicht. Und dann haben wir hier auch noch süße Äpfel, und zwar die normalen. Diesmal allerdings 8 Stück statt nur 6. Es gab also so ein paar Angebote, wie man sehen kann. Und auch einige Bananen. Und vielleicht könnt ihr es erkennen, ich habe 2 Bündel Bananen geholt. Und diese müssen in den nächsten 2-3 Tagen gegessen werden. In der Zeit können dann diese 2 Bündel hier schon vor sich hinreifen, sodass die dann hoffentlich genauso weit sind wie die jetzt. Das war's jetzt mit unserem heutigen Einkauf von Lidl. Und doch ist jetzt schon fast das Ende vom Video hier. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Ihr seht, wir haben vom Einkauf zum Essen gewechselt. Ich schäle hier meine Mohrrüben und schneide sie anschließend in Streifen. Das werdet ihr hier sehen. Bevor ich euch aber weiter erzähle, was ich hier mache, wollte ich noch eine Kleinigkeit zum Einkauf sagen. Denn der Einkauf ist nicht an demselben Tag entstanden. Ich habe diesen Einkauf wahrscheinlich 3-4 Tage zuvor getätigt. Und eigentlich war ein XXL-Einkauf geplant. Also ich wollte eigentlich noch zu Kaufland, zu Aldi, zu Netto und so weiter. Ich habe es aber in der Woche dann nicht mehr geschafft und habe gedacht, ich werde ihn einfach in irgendein Video mit einfügen. Und deshalb seht ihr den jetzt hier in dem Video. Der nächste Einkauf, den ich tätigen werde, wird wahrscheinlich auch ganz, ganz anders aussehen als die üblichen. Denn momentan muss ich so ein bisschen meine Gerichte umstrukturieren, und ich habe es sogar in dieser Woche gemacht. Das heißt, mein Einkauf fand noch nach meinem alten Plan statt und ich hatte bestimmte Gerichte geplant, die ich dann nicht mehr umgesetzt habe, weil ich nämlich im Anschluss gucken wollte, dass ich endlich damit anfange, meine Gerichte umzustellen und mein Essverhalten wegen der Insulinresistenz. Und da muss ich jetzt erstmal zusehen, dass ich 2 bis 4 Wochen lang versuche, auf Kohlenhydrate zu verzichten und nach der Keto-Methode zu essen. Heißt das so? Eine Keto-Diät? Das heißt, keine Kohlenhydrate oder so wenig Kohlenhydrate wie nur irgendwie möglich und auch Zucker. Deswegen muss ich jetzt so ein paar neue Rezepte raussuchen, viel mehr Gemüse essen, weil mir natürlich dann immer der Ausgleich zu dem Reis und den Nudeln fehlt und auch den Kartoffeln. Das sind ja Sachen, die kann ich nicht essen, weil die Kohlenhydrate beinhalten. Deswegen muss ich immer zusehen, wo ich jetzt bleibe. Das heißt, der nächste Einkauf, den ihr sehen werdet, wird ein ganz, ganz anderer sein. Zumindest gehe ich davon aus. Hier habe ich jetzt erstmal, wie gesagt, Kartoffeln in Streifen geschnitten. Diese auch gewürzt mit Olivenöl, Paprika edelsüß, Chili. Ich glaube, ich habe Zitronenpfeffer nochmal hinzugegeben und auch ein ganz, ganz kleines bisschen Salz. Und habe anschließend auch noch einen Salat vorbereitet mit Tomaten und Gurken. Statt allerdings den mit Schmand zu machen und Salz, habe ich den mit Olivenöl und Salz gemacht. Ich denke, das werdet ihr hier auch sehen. Das Tolle ist, dass somit das Gemüse wirklich komplett aufgebraucht wird. Ich habe in der Woche auch super, super viel Zeug, was da rumgelegen hat. Auch die Mohrrüben, bevor die schlecht wurden oder sozusagen bevor sie ganz stark verwelkt sind, habe ich sie noch alle aufgebraucht. Das werdet ihr aber so Tag für Tag oder beziehungsweise Video für Video dann sehen, wenn es soweit ist.
denn ich habe wirklich einiges für euch gefilmt und auch einige Rezepte immer mal mit in die Videos eingefügt, damit ihr sehen könnt, wie ich hier vorgehe. Übrigens habe ich euch auch ein Frühstück gefilmt, was ich aus dem Internet gefunden habe. Und das werde ich euch aber nicht hier zeigen, sondern auf Instagram. Ich muss nur zusehen, dass ich das jetzt noch zurechtschneide, sodass ihr das dann bekommt. Hier schneide ich jetzt nur noch so die Hähnchenteile zurecht. Und zwar, ja, ich habe irgendwie keine bestimmte Methode. Es sind keine Würfel, es sind keine Streifen. Ich habe es einfach versucht, etwas kleiner zu machen. Das ist etwas, was ich ebenfalls essen kann, denn Fleisch soll man essen. Allerdings konnte ich den Reis, den habe ich für Alex gemacht und die Kinder, den durfte ich nicht mitessen. Deswegen waren diese Mohrrübenspalten, die ihr dort gesehen habt, die dann anschließend in die Luftfritteuse kommen, die waren dann für mich gedacht. Und den Rest hier, den Reis, den haben die Kinder und Alex gehabt. Ich habe deshalb auch keine zwei Becher mit Reis genommen, sondern nur anderthalb. Ihr seht hier, ich wasche das Ganze super stark aus, bis das Wasser, was dann sozusagen aus dem Sieb rauskommt, klarer wird, sodass es nicht mehr milchig oder weiß erscheint, sondern wirklich klar ist. Dann kommt das Ganze in den Topf. Und ihr wisst ja, wie wir vorgehen. Es ist immer ein 1:2 Verhältnis, das heißt anderthalb Tassen Reis. Da müssten dann 3 Tassen Wasser rein. Das Ganze wurde dann anschließend nochmal gesalzen und dann habe ich das zum Kochen gestellt. Und natürlich ging es dann auch noch weiter ans Fleisch, denn an dem Tag wollte ich Curryhuhn machen. Und ich habe aber erst gedacht, ich werde den nicht mitessen, deswegen habe ich nur so ein paar Stückchen gemacht für Alex. Hab dann aber doch gedacht, dass ich das mitessen will, weil die Mohrrüben mit dem Salat allein wären zu wenig gewesen. Und dadurch, dass ich ja vorher noch nach der alten Methode eingekauft habe, übrigens seht ihr hier einen Schmetterling durchs Bild flattern, weil ich nach der alten Methode eingekauft hatte, habe ich nicht so viel Zeug zu Hause gehabt oder nicht so viele Lebensmittel zu Hause gehabt, die ich gern gehabt hätte. Das heißt, ich konnte mir nicht selbst Brötchen machen, weil ich kein Mandelmehl zu Hause hatte oder auch kein Kokosmehl. Ich musste also komplett irgendwie auf Brot und Brötchen verzichten. Es war ganz, ganz schlimm. Ich habe es jetzt, glaube ich, 5 Tage lang gemacht. Bin immer noch dabei. Ich hoffe, ich halte es auch weiterhin aus. Aber es ist doch schon schwierig, wenn man nicht danach einkaufen geht. Hier habe ich das Fleisch übrigens angebraten mit ein paar Gewürzen. Eigentlich sind die Gewürze auch wieder dieselben. Paprika edelsüß, Chili, ein bisschen Pfeffer. Hier habe ich auch Knoblauch mit hineingegeben und auch Curry. Anschließend kam Kokosmilch mit hinzu, etwas Salz und auch wieder Curry, damit das Ganze so ein bisschen gelblicher wird und einfach diesen typischen Curry-Geschmack bekommt. Wir lieben Curryhuhn, auch mit Reis, aber wie gesagt, auf den Reis musste ich leider verzichten. Ich muss zusehen, dass ich irgendwie eine Alternative finde, denn ganz so viel dazu gelesen habe ich noch nicht. Momentan gehe ich nämlich Tag für Tag vor und das ist definitiv falsch. Ich muss zusehen, dass ich meine Gerichte wieder wöchentlich plane und dann teile ich die Gerichte auch mit euch. So, das ist mein heutiges Mittagessen. Das sind die Möhren, die ja in der Heißluftfritteuse gemacht wurden. Das ist ein Tomaten-Gurkensalat. Und ich habe hier 2 Stückchen vom Curryfleisch. Das dritte hat mir Maxi geklaut. Und dann habe ich hier noch ein bisschen ungesüßten Kamillentee. Das ist meine Portion. Und das ist das Essen von Alex. Er hat den Reis mit dem Curryhuhn. Dann hier auch noch den restlichen Salat. Und einen Schwarztee mit Milch. Und das war's. So, hier im Esszimmer ist jetzt alles abgeräumt. Der Ausgang der Küche. Ihr seht, es ist alles sauber. Hier trocknen übrigens noch diese Ölfläschchen, die ich früher benutzt habe. Ich habe es jetzt mit Reis probiert. Und diese Flächen sind alle wieder sauber. Übrigens, die Spülmaschine lief durch. Den Rest habe ich auch schon reingelegt. Das hier trocknet noch. Da habe ich nämlich gerade erst drüber gewischt. Und diese Flächen sind auch alle sauber. Und die Handtücher trocknen natürlich, bevor ich sie dann in die Wäsche lege. So, ihr Lieben, wir haben es geschafft. Wir haben hier so ein bisschen aufgeräumt. Das Wohnzimmer war schon sauber, die Küche haben wir gemacht, das Esszimmer. Und wir haben uns heute um die Wäsche gekümmert, was ein sehr, sehr wichtiger Punkt war. Und wir waren auch noch einkaufen. Das ist alles, was ihr gesehen habt. Übrigens auch das Essen machen. Es ist gar
gar nicht so wenig gewesen. Ich muss gestehen, ich hätte jetzt noch den Flur und das Badezimmer machen können und auch das Spielzimmer. Aber darauf habe ich keine Lust. Denn was ihr nämlich nicht gesehen habt, ich musste natürlich das Esszimmer zweimal aufräumen und die Küche. Denn auch nach dem Kochen musste das Ganze blitzeblank aussehen. Und jetzt ist es zumindest so frisch, dass ich sage, jetzt kann der Abend kommen und wir können das genießen. Alex ist gerade noch mit den Kindern bei IKEA. Er möchte was holen und zwar für ein nächstes Video, was ihr dann seht. Ich bin schon ganz gespannt, wie das werden wird. Ich hoffe, diese Artikel gibt es dort auch. Ansonsten gilt natürlich wie immer vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, falls ihr mich sehen wollt. Bis dann!